Ladies und Gentlemen, es ist nicht mehr lange und dann haben wir die Hinrunde bei der SG Wattenscheid 09 geschafft. Bis dahin müssen wir uns bis zum 17.12. durchkämpfen und das wird ein hartes Ding. 7 Spiele in Folge gewonnen. Jetzt spielen wir gegen Preußen Münster, die auf Platz 4 stehen und natürlich nach oben nicht wirklich den Anschluss verlieren wollen. Und wir natürlich auch nicht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der SG Wattenscheid 09 Karriere. Hier beim FM24. Ich begrüße euch und wenn ihr kein Video verpassen wollt, gerne, gerne ein Abo da lassen, einen Daumen hoch und auch super gerne, und das ist am wichtigsten natürlich, einen Kommentar, denn einige Verträge werden auslaufen und einige Verträge kann ich auch nicht verlängern und deswegen bin ich auf eure Hilfe gespannt. Nichtsdestotrotz spielen wir heute gegen Preußen Münster 2, also gegen die zweite Mannschaft von Preußen Münster und die ja, wie gesagt, auf Platz 5 steht. Und ich bin mir da nicht im Moment so sicher. Natürlich bin ich gute Hoffnung und hoffe, dass unsere Siegesserie weitergeht. Allerdings, man weiß ja nie, was man von zweiten Mannschaften halten kann. Das sagt ja wohl jeder. Wir sind hier noch am Mittwoch und nicht am Sonntag. Deswegen klicken wir alle mal auf Weiter. Beziehungsweise nicht alle, sondern ich. Ich habe in der letzten Zeit vor 3, 4 Videos einen Kommentar. Ja, das ist natürlich nicht gut. Einen Kommentar bekommen. Hast du einen 5-Euro-PC? Weil es die ganze Zeit hakt. Ich sag mal so, ich wusste es, dass es hakt. Ich war aber nicht der Meinung, dass es so schlimm ist mit dem 3D-Spiel. Oh, gute Verpflichtung. Wäre eine gute Verpflichtung, ja, muss man Geld für haben. Ja, genau. Also war mir nicht so bewusst. Klar, im Schnitt habe ich das dann irgendwie schon gesehen. Aber ich habe mir jetzt da mehr oder weniger ehrlich gesagt nichts bei gedacht. Und ich habe es einfach so weitergemacht, damit ihr auch im besten Falle etwas seht. Aber ihr könnt sagen, ey, macht das so oder so. Aber wir werden jetzt erstmal nur auf. Wir werden zwar ins Live-Spiel reingehen, aber wir werden halt nur wirklich darauf hin steuern, dass, wenn was passiert, sprich ein Tor, ein Gegentor, dass wir darauf gehen. Also quasi nur im Kommentarmodus. Und Rafael Civrokovic, wenn das so richtig ist, damals auch bei Frankfurt gespielt und dann geht's steil bergab. Der ist frei. Also das wäre einer eventuell für nächstes Jahr. Auch wenn wir den dieses Jahr schon verpflichten könnten oder auch nicht. Nee, Amateurvertrag will der wahrscheinlich nicht. Nee. Gucken wir mal. Ja, wir können den gar nichts leisten. Wir können den gar nichts bieten. Ja. Wir können dem nichts bieten, aber wir könnten den rein theoretisch. Ich meine, der ist 25. So, wir können ihm ein Probetraining anbieten von 2 Wochen. Und dann setze ich den aber auch gleichzeitig auf die Auswahlliste. Ist das schon sehr gut. Gordon Wild oder Wild, wie man es auch mal nennen will, hat im Moment einen Verein beim FKSV Baunatal. Wo sind Sie denn? Hessenliga. Also ich glaube, das wird definitiv ein guter Start für ihn sein, sollte er zu uns wechseln.
Also wie gesagt, ich mache jetzt nur noch Kommentarmodus, damit ihr das natürlich auch nicht so schwer habt zu gucken. Also das war vermutlich ein Kommentar, der den man in dem Sinne auch nicht mehr so wirklich wahrnimmt. Aber gut, nichtsdestotrotz ist ein Kommentar geschrieben worden und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Wir gehen mehr oder weniger gleich mal rein. Civicovic, so wird. Nee, ich habe eigentlich nicht. Nee, ich habe das abgelehnt, weil du nicht wolltest. Beziehungsweise, was ich ja verstehen kann, nicht für 2,50 Euro spielen willst. Nicht wahr? Aber vielleicht können wir den ja in der nächsten Saison kaufen. Und habt ihr das gehört? Casalino wechselt. Ja. Der wechselt tatsächlich zu einem neuen Verein. Und wir ziehen mal hier die Teams. Und danach erzähle ich mehr. Horthausen gegen AS Dortmund. Werder gegen Hombrucher SV. Erntebrück gegen Nordkirchen. Rot-Weiß Ahlen gegen Iserlohn. Holzwickeler SC gegen FC Eintracht Rheine. Wir gegen. Ach du Scheiße. Warum kriegen wir einfach das Schwerere los? Warum können wir nicht Nordkirchen bekommen oder Hambrucher? Warum kriegen wir Arminia Bielefeld? Willst du mich flachsen? Ach, come on. Das ist doch bescheuert, ey. Das ist wirklich bescheuert. Ich muss dann auf den Terminplan, nee, auf den Trainingsplan rein. Weil das ist ja, nee, ich will das nicht. Nee, come on. Ehrlich. Wann spielen wir? Das dauert noch, ne? Aber egal, ich mach trotzdem. Ich gehe hier komplett auf Defensive. Zweikampf. Breit verteidigen, nee, hier machen wir offensiv irgendwas. Kein Plan. Was machen wir denn hier? Nur offensives Trainieren. Trainingsspiel. Wir machen Standards hier nochmal. Standardvarianten. Bevor dem Spiel gegen Klarholz. Also hier, also Münster weiß ich nicht, kann man schwer einschätzen. Klarholz sollte ein sichere 3-Punkte-Spiel werden und dann kommt halt Siegen. Und Siegen lässt sich die Butter auch nicht vom Brot nehmen. Sprich, die sind auf Platz 1 und die werden jetzt nicht versuchen, irgendwie mit der zweiten Mannschaft drauf zu kloppen, ne? Thorsten Klump kommt zu uns ins Stadion mit seiner Mannschaft. Preußen Münster 2. Und da bin ich mal wirklich gespannt. Westfalia Rönnern entlässt eventuell den Trainer Bednarski und Bövinghausen auch. Ja. Seitdem Großkreuz nicht mehr da ist. Schwierig geworden in Bövinghausen. Ja. Schwierig. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt tatsächlich einen dicken Brocken vor der Tür. Und ich würde sagen, wir gehen so rein. Ja, erst auf Länderspielpause, ne? Also auf Länderspielgeschichte. 22.11. kommt er zurück. Ja, gut, Dankeschön für nichts. Aber wenigstens haben wir. Ja, wenigstens haben wir hier Nationalspieler, ne, im Team. So gut, grundsätzlich müssen wir gewinnen. Nee, machen wir so. Grundsätzlich müssen wir gewinnen. Da führt gar nichts dran vorbei. Und sowohl nach hinten als auch nach vorne. 3 Punkte sind halt mehr oder weniger auf Pflicht, ne? Also, da mache ich mir gar keine, da mache ich gar kein Hehl draus, wie man so schön sagt.
Und dann gehen wir rein. Ja, ich muss das jetzt hier nochmal kurz umstellen jetzt gleich. Und dann bekommt ihr auch gar keine Probleme mit irgendwie etwas laggigem Fußball. Ich mache das jetzt hier auf erweiterte Highlights aus. Nur Kommentar. Und wenn was passiert, dann kriegen wir das ja grundsätzlich mit. Matchmomentum ist nach 2 Minuten bei uns. Ist jetzt erstmal nichts Außergewöhnliches. Geht aber auch schnell runter. Jetzt wieder Preußen Münster 2 ein bisschen im Zustand, den Ball ein wenig hin und her zu feuern. Kreh schon mit der gelben Karte. Das ist weniger gut. Sage ich euch, wie es ist. 20 Minuten immer noch 0 zu 0. Das Matchmomentum ist so ein bisschen ausgeglichen, würde ich sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte. Ah, doch. Also, jetzt ist es auf unserer Seite und da ist ein Tor gefallen und zwar für uns. Yildiz sieht Fili und Fili sieht Bertelsmann, natürlich unser Cheatcode, und somit steht es 1 zu 0 für SG Wattenscheid. Und das ist sehr, sehr gut. Natürlich kommen wir nicht an Siegen dran. Spielt Siegen gerade auch? Ja, die spielen gegen Ennepetal und ich glaube, das ist ein mehr oder weniger sicherer Sieg für Siegen, ne? Aber egal. Wir fokussieren uns auf uns und wenn wir das weiter so machen, dann. Ich habe die noch gar nicht gelobt, die Jungs. Wenn wir das so weiterführen, dann sollte das eigentlich auch kein Problem darstellen. Ja. Gleich ist Halbzeit, noch 2 Minuten. Aber noch brauchen wir nur noch 2 Punkte an Siegen. Ja. Und das ist sehr schön. Ich gucke mal, ob ich was machen muss bezüglich Auswechslungen. Henry Kree lasse ich drauf. Ansonsten, ja gut, ich müsste ja eigentlich alle auswechseln, außer Fili und Bertelsmann, aber ist ja Quark. Wir gehen weiter rein und spielen mit der exakt selben Mannschaft, wie sie jetzt da ist, weiter. In der Hoffnung, dass wir halt auch noch ein Tor schießen können, wollen und dürfen. Aber jetzt hat gerade hier mal ein bisschen Preußen Münster irgendwie das, ja, Tor für Münster. Ja, die sind nicht ohne. Die sind nicht ohne. Ermutigen, Jungs, come on. Ich würde ja gerne aufs Spiel gucken, aber wenn jemand schreibt, ey, hör zu, das ist total schlecht. Und hast du einen 5-Euro-PC? Naja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wir gehen rein, Casadino raus, Janik rein. Wir gehen dann mit, ja, Scheffler ist halt unser Backup für Schuring. Berami ist nervös. Nebi für Kaminski, Firat. Ich setze Firat für Kre rein. Und dann gehen wir weiter rein ins Spiel. Also ihr könnt gerne mal auch sagen, ne, ist das so besser oder wenn man das Spiel sieht mit erweiterten Highlights. Was denn jetzt? Philly hat eine rote Karte. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, tut mir leid.
Ey, das kannst du dir doch nicht ausdenken, Mann. Warum hast du eine rote Karte? Ich kann doch jetzt nicht Janik wieder runternehmen, den Mann. Der kam doch gerade erst drauf. Und Bertelsmann lasse ich drauf. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Nee, wie kann der nicht? Ja, dann muss er jetzt halt da durch. Er muss halt jetzt da spielen. Also, das ist doch Quatsch hier, Mann. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich scheiß auf den Kommentar. Ich will sehen, was meine Spieler machen. Und wenn es euch passt, das zu sehen, dann passt es euch. Wenn nicht, dann halt nicht. Ach, diese Spielminute. So viel passiert allerdings auch da nicht, ne? Auch wenn wir das größere Match-Momentum haben. Ich gehe mal mit Lohei dafür. Wo ist er denn jetzt hier? Bertelsmann. Was ist denn hier los? So. Und ich gehe Nebi, komm rein für Kaminski. Hat jetzt auch genug gezockt. Und dann war es das. Nochmal knappe 10 Minuten ein bisschen zocken. Wie gesagt, so viel passiert anscheinend auch nicht. Ich habe jetzt erweiterte Highlights an, aber ich meine, wir spielen gegen eine gute Münster Mannschaft, ne? Also jetzt mal Janik mit dem Ball, verliert ihn aber. Lohheider, Janik wieder. Schießt mal, ja, daraus wird nichts. Aber alles gut mit 10 Mann gegen starke Preußen. Da kann man, glaube ich, sehr, sehr froh sein, wenn man da einen Punkt holt. Nach der roten Karte von Philly kann man, wie gesagt, glücklich sein. So, jetzt aber nochmal Lohheider, der gelb gesehen hat. Vierrad auf Nebi. Renke. Versuch Schuring mit dem Schuss. Schabing fälscht ihn aber zu einer Egge. Und jetzt haben wir rein theoretisch die letzte Möglichkeit auf ein 2-1. Sind wir Bayer Leverkusen aus der Oberliga Westfalen? Nebi mit der Ecke auf Lohheider. Lohheider kriegt ihn nicht. Und somit ist es dann vorbei. 1:1 gegen die zweite Mannschaft von Preußen Münster und ich, ja, das heißt, nee, ich bin gar nicht so also wirklich enttäuscht oder irgendwie sowas ähnliches. Klar, die sind jetzt dran gekommen, Lotte hat gewonnen und Siegen hat verloren. Sprich, hätten wir heute gewonnen, wären wir mit einem oder zwei Punkten dran. Ach du Scheiße. Ja, jetzt stürzt mich doch ein bisschen, aber ist okay. Ist gar nicht. Also ich finde es jetzt ehrlich gesagt noch nicht so schlimm. Klar, es ist halt hier verdammt eng, ne? Aber nächstes Spiel müssen wir einfach gewinnen und dann Münster verlieren. Gewinnt spielt Münster. Ja, nach Frieden wird ein Scheck überwiesen und dann funktioniert es, ne? Ich spiele im Mittelfeld. Das passt.
Was? Fidi-Voli für Einstieg? Ja, nee, bestätigen. Kein Einspruch. Er hat Blödsinn gemacht, also muss er da durch. Auch wenn das jetzt für uns nicht so geil ist, ehrlich gesagt, weil diese Verbindung hier, die gibt es dann nicht mehr. Und zwar gibt es diese Verbindung. Also gut ist das im nächsten Spiel nicht. Aber besser in diesem Spiel gegen Klarholz als danach gegen, ich weiß es gar nicht, aber es ist ja auch erstmal Wumpe. Also, das war das Spiel, das war das Video. In der nächsten Folge geht es weiter gegen, wie ich eben schon erzählt habe, TSV Viktoria Klarholz. Die im Moment auf Platz 1 irgendwie rumtuckern. Die haben halt auch Bock, irgendwie nochmal da oben mitzumischen. Verständlich. Wenn nur einer aufsteigt und der zweite ist in der Relegation. Aber Klarholz siegen und Westfalenpokal Bielefeld. Das wird ein straffes Programm. Und danach Lotte. Und Rönnern ist jetzt auch nicht zu unterschätzen. Haben wir im Hinspiel verloren, glaube ich. Gut. Dankeschön fürs Zusehen. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, wie gesagt, ne? Abonnieren, kommentieren, Daumen hoch und Glocke aktivieren. Bis dahin, auf Wiedersehen, macht's gut und ciao.